Was mir extrem viel auffällt, ich bin jetzt 34 und wenn ich mir jetzt so viel 16, 17, 18-Jährige anschaue, die sind extrem viel auf Instagram, auf Snapchat, auf Facebook. Damals, wie ich 13 Jahre alt war, hat mir meine Mutter zu Weihnachten ein Buch geschenkt, da ist sie über zwischenmenschliche Beziehungen gegangen. Dale Carnegie, ich weiß jetzt den Titel nicht mehr. Das habe ich zu Weihnachten gekriegt und habe den Ratgeber zum Lesen angefangen. Das war ein Sachbuch und habe mir gedacht, hey, spannend, da lernst du was. Dann habe ich angefangen, Bücher zum Lesen. Dann war ich beim Bundesheer mit 19, Bundesheerassistenzeinsatz im Burgenland und ich war, glaube ich, der Einzige, ich habe mir da zwei, drei Bücher mitgenommen. Habe gewusst, dass ich dann als Versicherungsvertreter anfangen will und habe für die BÖF-Prüfung die Skripten mitgehabt, am Grenzeinsatz, habe die gelesen. Habe einfach immer schon geschaut, dass ich, wann ich wo praktisch unnötige Zeit verbringe, dass ich die effektiv nutze. Genauso, wenn ich jetzt zum Beispiel daheim bin, du kannst dir entweder Germany's Next Topmodel anschauen oder du lest irgendwas Sinnvolles, was du denkst, das bringt dich irgendwie weiter im Leben. Wenn dir unser Video gefallen hat, dann schenk uns einen Daumen hoch. Wenn du Fragen an uns oder unseren Interviewgast hast, dann schreib uns gleich einen Kommentar. Auch aktuell produzieren wir spannende und inspirierende Videos. Um keines zu verpassen, abonniere am besten gleich unseren Kanal.